Wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 33, das 32 heißt das. Wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 32 heißt das. Ja, leider nicht für die Eintracht. Das ist ja das Problem. Deswegen sind Sie ja jetzt dabei, fulminant aufzuholen. Sie werden in den letzten noch verbliebenen Minuten werden Sie zeigen, dass der starke Adler fliegt. So, aber wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 33, den ich jetzt aufrufe. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD, verpflichtende Testung auf MRE. Ich rufe auf, nein, ich erteile der Kollegin Papst-Dippel für die Fraktion der AfD das Wort. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema der multiresistenten Erreger ist ein enorm wichtiges Gesundheitsthema, das die ständige Aufmerksamkeit aller Akteure erfordert und auch hat. Es hapert allerdings teilweise an der Umsetzung von Empfehlungen der Fachbehörden, und das aus unterschiedlichen Gründen. Hier sind einige Anmerkungen, die über die schriftliche Begründung unseres Antrags hinausgehen. Uns ist bewusst, dass die Bundesbehörden über Empfehlungen der KRINKO, Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, das Bundesamt für Risikobewertung, mit dem RKI z.B. auch das Thema Krankenhausverpflegung und Trennung von Pflege- und Speisenausgaben anspricht. Hier hinterlässt der Fall Wilke ganz aktuell einen schalen Beigeschmack. Immer wieder sieht man in Krankenhäusern, dass Besucher von infizierten Patienten sich selbst vor der Türe auf dem Flur mit Kitteln usw. so versorgen. Für Einweisungen durch Hygienebeauftragte oder Stationspersonal fehlt oft die Zeit, und Isolationszimmer mit Schleuse fehlen in vielen Häusern. Wir hören immer wieder, dass keine flächendeckende Testung auf MRSA, geschweige denn MRE, stattfindet, obwohl zum Beispiel das Marienkrankenhaus in Kassel schon vor Jahren durch konsequente Testungen nachwies, dass ohne diese Testung ca. 10% der Fälle nicht erkannt worden wären. Das kann für geschwächte Patienten entscheidend sein. Wenn wir zum Nachbarn Niederlande schauen, dann ist es dort gelungen, die MRSA-Problematik deutlich geringer zu halten. Es gibt dort einen besseren Personalschlüssel und nicht etwa besondere Regeln, die Krankenhäusern Die Krankenhäuser scheinen besser ausgestattet zu sein mit Mikrobiologen, Hygienikern, einem Antibiotikateam und eigenen mikrobiologischen Laboren. In Deutschland hat man in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gute Strukturen abgebaut. Es geht Frau Kollegin, warten Sie einen Moment. Es ist sehr unruhig. Bitte schenken Sie der Rednerin Ihre volle Aufmerksamkeit. Danke schön. Es geht in Deutschland nun nicht mehr um die Eliminierung der Erreger, sondern darum, eine weitere Ausbreitung zu minimieren und besonders darum, eben Patienten zu schützen und enorm teure Folgebehandlungen, wie z.B. einjährige Krankenhausodyssee mit x Hüftoperationen, womöglich zu vermeiden. Dazu ist die Sammlung von Daten, sprich Screening-Daten, immens wichtig. Solche Daten können bei der Suche anderer Ansätze im Umgang mit Mikroben, mit denen wir ja teilweise in Symbiose leben, helfen. Bakterien nutzen einen horizontalen Gentransfer, um Resistenzmechanismen weiterzugeben. Sie kommunizieren mithilfe von Plasmiden, deren Geninhalt mit An- und Abschaltung umweltgesteuert ist. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, woran wir unter anderem arbeiten müssen, und das weltweit. Mit den weltweiten Migrationsbewegungen gewinnt die Problematik globale Bedeutung. Das One Health-Konzept ist einer der weltweiten Ansätze über Erfassung und Analyse von Fakten und Entwicklungen im Tier- und Humanbereich, sowohl ambulant als auch stationär und in der Umwelt Daten zu sammeln. An dieser Stelle sei angesichts der Demonstrationen der Landwirte gesagt, dass das BfR bestätigt, dass die Landwirtschaft schon sehr große Einsparungen im Einsatz von Antibiotika umgesetzt hat. Kritisch bleibt der Einsatz von Reserveantibiotika. Bundesministerin Klöckner hat hier Abhilfe in Aussicht gestellt. An meinen Ausführungen sieht man die Dimension des Problems der speziellen nosokomialen Infektionen mit multiresistenten Erregern. Laut Ärzteblatt muss man davon ausgehen, dass Resistenzmechanismen selbst gegen zukünftig entwickelte Antibiotika bereits heute existieren. Mittlerweile gibt es immer mehr resistente und multiresistente Keime. Wir müssen also immer wieder Anpassungen vornehmen.
Die Aufgabenstellung bleibt es, Patienten, zu denen schon Säuglinge gehören, bestmöglich zu schützen. Hier sollte jeder mithelfen, und das Bewusstsein ist auch schon ganz klar vorhanden. Allein die Durchführung vor Ort in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Praxen sollte auf Landesebene gestärkt werden. Wir erhoffen uns durch die erbetene Prüfung der wichtigsten Eckpunkte, verpflichtendes Screening von MRE, Hygienekits für die präventive Waschung von Patienten, z.B. auch schon vor dem geplanten Krankenhausaufenthalt, und die Möglichkeiten der Isolation in allen Krankenhäusern, Informationen und Erkenntnisse darüber, wo schnellstens und, was die ersten beiden Punkte betrifft, relativ kostengünstig auf Landesebene die Umsetzung bekannter Empfehlungen gefördert werden kann. Wir bitten um Überweisung in den Ausschuss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Deutschland haben jährlich etwa 500.000 Menschen eine Krankenhausinfektion durch resistente oder andere Keime, bis zu 15.000 sterben, und zwischen 1.000 und 4.000 Todesfälle gehen auf das Konto von multiresistenten Erregern. Hessenweit ist die Zahl aber ein Stück weit zurückgegangen. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf meine Anfrage 4872 aus 19 hervor. Und demnach wurden den Behörden 159 Fälle in 2016 benannt, 8 weniger als ein Jahr zuvor, und in 2012 waren es noch 298. Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland viele Menschen in die Krankenhäuser kommen, MRSA auf der Haut haben, also besiedelt sind. Oft ist das der Fall bei Personen, die schon im Krankenhaus waren, im Ausland waren oder vorher schon eine Behandlung hatten. Und in den letzten Jahren wurden in vielen Krankenhäusern sogenannte Prävalenzstudien durchgeführt. Das heißt, man hat Patienten überprüft, auch Risikogruppen mit MRSA, und analysiert, in welchen Einrichtungen oder Umfeldern dies besonders häufig vorkam. Und heute wird eben noch einmal erneut über die Frage nach dem Screening wird aufgeworfen. Derzeit ist die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis eines universellen Screenings aber nicht geklärt. Laut Aussagen von Krinko ist unklar, ob universelle Ansätze per se eine bessere infektionspräventive Effektivität haben, da es eine regionale, sehr unterschiedliche Inzidenz von MRSA-Infektionen gibt und dass auch Patienten und auch das Patientenklientel in Krankenhäusern ist ja sehr unterschiedlich auf den verschiedenen Abteilungen. Und eine generelle Testung, da will ich noch einmal auf die Kosten zu sprechen kommen, gerade bei einer kulturellen Aufzucht mit einem Ergebnis, da kann man erst nach 3 Tagen rechnen, das kostet dann nach Abstrich, und man braucht 3 Stück davon, zwischen 3 und 15 Euro. Und wenn es einen positiven Nachweis gibt, dann kostet es noch einmal zwischen 35 und 75 €. Und wenn man aber einen Schnelltest machen wollen würde bei jedem Patienten, kostet das dann wiederum 99 €, also ein Vielfaches mehr. Und Screenings, muss ich Ihnen auch sagen, sind nur sinnvoll, wenn man sie in Kombination mit Maßnahmebündeln macht. Man kann nämlich schon viel früher anfangen. Und da geht es erst einmal um Basishygiene. Das ist die Händehygiene, die Flächendesinfektion, Instrumentenaufbearbeitung, Abfallentsorgung, Umgang mit Wäsche, mit Geschirr etc. etc. und natürlich die ärztliche Risikoanalyse und ein vernünftiger Umgang mit Antibiotika. Und wir haben ja schon unsere MRE-Netzwerke, die einfach auch eine nationale Strategie zur Bekämpfung der MRE eingerichtet haben. Und ob Screenings universell so wirksam sind, habe ich ja gesagt, das ist bisher noch nicht bekannt. Deswegen sagt man, dass ein risikobasiertes Vorgehen, also eine Beschränkung der Untersuchung auf Patienten mit definierten Risikofaktoren, einfach das Diagnostik und auch das den Versorgungsaufwand in einem
in einem Krankenhaus besser ist, weil kostengünstiger und auch einfach effizienter. Und derzeit ist fraglich, ob ein allgemeines Screening bessere Ergebnisse erzielt. Dennoch gibt es Häuser, und wir haben es eben schon gehört, das Kasseler Marienkrankenhaus, das das durchführt. Das ist natürlich gut für die Patienten. Aber es gibt auch Krankenhäuser, die sich einem Klinikqualitätssiegel unterziehen, mit ausreichenden Hygienefachpersonal, Personalschulungen etc. Und das ist auch erfolgreich. Erkenntnisse über die Herkunft, mögliche Übertragungswege und den unterschiedlichen Umgang mit MRE soll beispielsweise auch die Initiative Patientensicherheit und Qualität Hessen aus 2016 bringen. Vielleicht kann uns der Herr Minister auch schon sagen, ob es da erste Ergebnisse gibt. Und was Krankenhäuser einfach brauchen, ist eine Festlegung im Hygieneplan nach ärztlicher Risikoanalyse, eine Festlegung von Risikopopulationen mit bekannter höherer Prävalenz. Und wir brauchen natürlich vor allen Dingen qualifiziertes Personal, und das in ausreichender Weise. Darüber haben wir an anderer Stelle schon ausführlich gesprochen und werden das sicherlich noch häufiger tun. Ja, Screenings sind wichtig. Wir sollten aber momentan die Krinko-Empfehlung sowie die vom Robert-Koch-Institut beachten, bis es eine entsprechende andere medizinische Evidenz gibt. Und wenn sich die Empfehlungen dann zukünftig vielleicht ändern für ein universelles Screening, dann müssen wir eben auch über die Refinanzierung sprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächste Rednerin für die CDU ist die Kollegin Heitland. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ein Mensch krank wird, geht er zu seinem Arzt oder in ein Krankenhaus, wo ihm in der Regel geholfen wird. Wo aber viele Menschen zusammenkommen, deren natürliches Immunsystem durch Krankheit, Alter oder sonstige Faktoren geschwächt ist, dort finden Bakterien ideale Bedingungen zur Verbreitung vor. Und um zu verhindern, dass Keime zwischen Patienten, Ärzten und Personal übertragen werden, gelten heute strenge Hygienevorschriften in Krankenhäusern. Kommt es aber zu einer bakteriellen Infektion, können in den allermeisten Fällen Antibiotika Abhilfe verschaffen. Gegenwärtig können 94% der Keime, die in Krankenhäusern nachgewiesen werden, mit Antibiotika behandelt werden. 6% der Keime, und das ist der Knackpunkt, sind multiresistent. Und das bedeutet, dass eine Behandlung mit Antibiotika das Bakterium eben nicht ausmerzen kann. Und somit wird es für die Infizierten lebensbedrohlich. Und wir sind uns der Bedrohung durch multiresistente Keime sehr bewusst. Bereits heute ist es gängige Praxis, dass bei der Aufnahme von Patienten ein Abstrich zur Keimidentifikation gemacht wird. Und wie es im Antrag der AfD gefordert ist, zusätzliche Bürokratie einzuführen, das halten wir nicht für zielführend. Wir vertrauen da auch auf die Kliniken und eben auf die entsprechenden Systeme. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Hygiene sowie Infektionsprävention und Behandlung in Hessen vorantreiben. Zuletzt 2018 wurde mit der Novelle der Hessischen Hygieneverordnung die Weichen für eine bessere Prävention und Hygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens gestellt. Bestandteile der Verordnung sind beispielsweise die Erhaltung des hessischen Standards der Personalausstattung in Krankenhäusern auf einem Niveau, das sogar über die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut hinausgeht. Und außerdem wurde bestimmt, dass die Krankenhäuser bei bedeutenden Ausbrüchen einen Krisenstab bilden und das Gesundheitsamt unmittelbar involvieren müssen. Eine weitere wichtigere Neuerung ist, dass die Krankenhäuser verpflichtet werden, beschäftigten Ärzten die Fortbildung zu optimierten Anti-Infekta-Einsatz zu ermöglichen, dem sogenannten Antibiotic Stewardship.
Des Weiteren ist ein Weiterbildungsverbund des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen mit dem Uniklinikum Gießen-Marburg im Aufbau. Hier sollen Fachärzte für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene bessere Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten. Darüber hinaus sind die zentralen Akteure im Kontext der Krankenhaushygiene vor allem die MRE-Netzwerke, die Sie auch gerade schon erwähnt haben, Frau Kollegin. In Hessen gibt es derzeit 4 Netzwerke, die die verschiedenen hessischen Regionen abdecken. Die Netzwerke bestehen jeweils aus den Institutionen der gesundheitlichen Versorgung der Landkreise und arbeiten eng mit den Gesundheitsämtern zusammen. Alle Krankenhäuser sowie Vertretungen weiterer Gesundheitsberufe, z.B. aus der Altenpflege, sind in die Netzwerkarbeit eingebunden. Und Kern dieser Arbeit ist eine prominente Öffentlichkeitsarbeit, um die Bevölkerung über Risiken und Präventionsstrategien zu informieren, der Einsatz von Maßnahmen zur Reduktion der Ausbreitung von MRE, die Verbesserung der Behandlung von Erkrankten und damit eine Verringerung der Gesamtzahl an Infektionsfällen. Die Netzwerke unterstützen das Gesundheitswesen an der Basis, und ihre wichtige Rolle ist unbestritten. Und daher haben wir im Haushaltsentwurf 2020 eine Erhöhung der Netzwerkförderung eingebracht. Nennenswert ist auch das Verbundprojekt SurfCare des MRE-Netzes Mittelhessen. Dieses Projekt dient der profunden Analyse und dem Verständnis der Epidemiologie multiresistenter Erreger. Über die genannten Initiativen hinaus fördert auch das HMWK Forschungsprojekte im Bereich molekularbiologischer Daten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aufgezählten Maßnahmen zeigen, dass wir die Bedrohung von multiresistenten Erregern, die von multiresistenten Erregern ausgeht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir arbeiten eng und zukunftsorientiert mit den MRE-Netzwerken, dem Gesundheitssektor und den Universitäten zusammen und werden dieses Thema weiter intensiv begleiten und bearbeiten. Somit gibt es für den AfD-Antrag keinen Bedarf, und deswegen werden wir ihn ablehnen. Vielen Dank. Und so weiter. Vielen Dank, ciao. Frau Kollegin Heitland. Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind noch wach. Multiresistente Erreger sind ein reales Problem in unserer medizinisch hochentwickelten Gesellschaft in Deutschland. Frau Sommer hat ja schon etwas gesagt zu der Anzahl von Erkrankungen. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Es ist gut, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Diese Keime treten vorwiegend in stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens auf. Woran liegt das? Ich möchte mich in erster Linie damit beschäftigen. Zuallererst liegt das an dem mangelnden Personal in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Wenn sich eine Krankenschwester oder ein Pfleger um zu viele Patientinnen und Patienten zugleich kümmern muss, kommt es stressbedingt eben immer wieder auch zu Verstößen gegen die Hygieneverordnung. Und damit kann MRE von einer Person zur anderen übertragen werden. Ja, ist immer so. Tut mir ja leid für Sie, ne? Aber es ist halt so. Ne? Die zunehmende Ausbreitung von multiresistenten Erregern geht eins zu eins einher mit dem Pflegenotstand, wie wir ihn tagtäglich erleben und wie wir auch schon häufiger hier darüber diskutiert haben. Das ist auch nicht neu. Verdi hat schon vor einigen Jahren einen Aktionstag Händedesinfektion durchgeführt, weil sie darauf aufmerksam machen wollten, dass selbst für die Mindesthygienemaßnahmen die notwendige Zeit in der Pflege fehlt. Ohne mehr Pflege, ohne mehr Pflegepersonal, wir fordern 100.000 Stellen zusätzlich für Pflegekräfte, werden wir dieses Problem annähernd nicht in den Griff bekommen.
Ein zweites Problem liegt in der generellen Krankenhausfinanzierung. Wieder sind es die Kapitalisten. Das Fallpauschalensystem belohnt gute Hygienestandards nicht, sondern vielmehr medizinische Eingriffe im Sekundentakt. Möglichst spezialisiert und möglichst vieles die Devise, während zugleich alle nicht rentablen Bereiche weggespart werden. Dazu gehört auch die Hygienekontrolle oder die hauseigene Sterilisation, die in vielen Häusern auf ein gesetzliches Mindestmaß heruntergefahren wurden. Wenn wir also nachhaltig Verbesserungen bei der Hygiene erreichen wollen, müssen wir so konsequent sein und muss die Fallpauschalenfinanzierung generell infrage und abgeschafft werden. Drittens gibt es seitens der Pharmakonzerne kein nennenswertes Interesse, wieder die Kapitalisten, eigene finanzielle Mittel in die Antibiotikaforschung zu investieren, weil diese viel zu geringe Gewinne abwirft. Übrigens hat das sogar der letzte Sozialminister zugegeben. Deshalb müssen wir in eine öffentliche Arzneimittelforschung investieren. Das wäre ein wirksamer Ansatz, um unser Schwert gegen die Infektionskrankheiten wieder scharf zu machen und Menschenleben zu retten. Der vierte Ansatzpunkt liegt nicht im Bereich der Humanmedizin, sondern in den Ställen. Jenseits der Erforschung neuer Antibiotika ist es dringend notwendig, den Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht deutlich einzudämmen. Durch die meistens miserablen Haltungsbedingungen sind in Deutschland 92% der konventionell gehaltenen Schweine von MRSA befallen. Diese Tierhaltung muss unbedingt geändert werden. Hier werden nicht nur hunderte Tonnen gängiger Antibiotika eingesetzt, sondern in unverantwortlicher Weise auch Reserveantibiotika verpulvert, die eigentlich für Menschen vorgehalten werden sollten. Da wundert man sich nicht, dass die dann in den Regalen der Apotheken fehlen. Aus den Ställen und den Klärwerken gelangen die Keime in unsere Flüsse und Badeseen. Das muss unbedingt aufhören. Die Hessische Landesregierung muss die Kommunen dabei unterstützen, die Klärwerke mit einer vierten Reinigungsstufe nachzurüsten. Die Mittel gehören in den Haushalt eingestellt, und die Pharmakonzerne müssen nach dem Verursacherprinzip an den Kosten beteiligt werden. Zu all diesen Punkten sagt der vorliegende Antrag schlicht und ergreifend nichts. Nur an Symptomen herumzudoktern, anstatt sich mal wirklich den Ursachen und den Gründen dafür zu widmen, das hat überhaupt keinen Zweck. Das springt viel zu kurz und schafft keine nachhaltigen Lösungen. Ein solches Placebo braucht es wirklich nicht. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Multiresistente Erreger sind eine große Gefahr in unseren Gesundheitseinrichtungen. Sie kommen in der Regel unbemerkt über die Patienten im Umlauf. Sie sind hauptsächlich eine Gefahr für diejenigen, deren Immunsystem aufgrund einer Erkrankung ohnehin schon geschwächt ist. Die Zahl der gemeldeten Fälle in Deutschland ist allerdings rückläufig. Hessen steht im Ländervergleich verhältnismäßig gut da. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen durchaus greifen. Trotzdem ist uns die Bekämpfung von multiresistenten Erregern weiterhin ein sehr ernstes und großes Anliegen. Die Kollegin Dr. Sommer, aber auch die Kollegin Heitland hat es bereits angesprochen. In allen Regionen Hessens gibt es seit Jahren MRE-Netzwerke unter der organisatorischen Leitung von Gesundheitsämtern. Ziel ist es, multiresistente Keime zu bekämpfen und gleichzeitig für einen maßvollen Einsatz von Antibiotika zu sorgen. Diese Netzwerke gibt es nicht nur in Hessen. Alle maßgeblichen Akteure des Gesundheitswesens haben sich in diesen Netzwerken zusammengeschlossen, die Kliniken, niedergelassene Ärzte, Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege, Labore, Dialyseeinrichtungen, Rettungsdienste sowie Landesärztekammer Hessen und die Kassenärztliche Vereinigung.
Diese Netzwerke erarbeiten Hygienestandards, die dann von den Beteiligten in der Praxis umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir sehen nicht, dass der AfD-Antrag eine Lösung zum Problem ist. Wir müssen vielmehr die Netzwerkarbeit, den öffentlichen Gesundheitsdienst, die Kliniken und das Gesundheitswesen insgesamt stärken. Die Arbeit der Netzwerke ist erfolgreich, auch deshalb, weil die Experten im Gesundheitsbereich selbst ein Interesse daran haben, die Ausbreitung der multiresistenten Keime zu verhindern. Meine Damen und Herren, im Ergebnis wollen wir Freie Demokraten diese erfolgreiche Arbeit auch weiterhin unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Promny. Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegin Heitland hat alles Wesentliche vorgetragen. Zum einen, wie groß die Gefahr ist, zum Zweiten, was das Land schon alles tut und worauf sie noch viel sensibler nun vorgeht durch die Hygieneverordnung, die weit hinausgeht über viele Empfehlungen, über Weiterbildung und vieles mehr. Die Linkspartei ist ihrem Ritual entsprochen und hat gesagt, dass wir natürlich zu wenig Beschäftigte haben. Im Zweifel ist Hartz IV und der Kapitalismus schuld. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, die Landesregierung hat das Problem der Erreger erkannt, bekämpft es aktiv und zunehmend und immer besser werdend. Und ich glaube, angesichts der Uhrzeit ist damit alles gesagt. Ich danke Ihnen herzlich. Kollege Bocklet ist halt ein typischer Frankfurter, kurz, knapp und prägnant. Wir bedanken uns sehr für dieses Aufholen in der Zeit, in der Zeitlinie hier. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, ja direkt dem Sozialminister das Wort zu geben. Bitte schön, Staatsminister Kai Klose. Stand aus dem Römer noch. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Mittelpunkt unserer Gesundheitspolitik steht immer zuvorderst die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Wir wollen eine gute und wir wollen eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, und zwar ganz egal, ob ambulant oder stationär. Und dafür ist die Hygiene in Krankenhäusern eben von besonderer Bedeutung, weil dort Menschen behandelt werden, deren Immunsystem ohnehin schon geschwächt ist, und für sie können multiresistente Erreger, über die wir ja gerade sprechen, eben lebensbedrohlich sein. Und es ist jetzt schon viel gesagt worden. Die Ursachen dafür, die sind im Kern bekannt. Es ist der häufig unkritische Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung, wodurch die Keime dann auch in unsere Gewässer gelangen. Und leider ist es auch nach wie vor so, dass bei der Behandlung von Menschen Antibiotika oft noch viel zu oft falsch eingesetzt werden. Dieser nachlässige Umgang führt dazu, dass immer mehr Keime Resistenzen gegen Antibiotika ausbilden. Also ich finde, dafür, dass es Ihr Antrag ist, könnten Sie ein bisschen aufmerksamer sein. Das war ja bei allen anderen Reden auch so. Aber wenn Ihr eigener Antrag Sie nicht interessiert, soll es mir recht sein. Hessen kann bei der Bekämpfung multiresistenter Erreger in Deutschland eine Vorreiterrolle für sich in Anspruch nehmen. Bei uns wurde schon 2011 eine Meldepflicht für Erreger mit besonders schwerwiegenden Resistenzen eingeführt, die der Bund 5 Jahre später dann auch übernommen hat. Die hessischen Krankenhäuser sind durch unsere Hygieneverordnung verpflichtet, dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechende allgemeine Regeln der Hygiene einzuhalten. Und sie führen deshalb bereits regelmäßig Screenings nach den Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionskrankheiten durch. Die sind nämlich gerade bei MRSA angemessen, sicher und effektiv. Wir haben außerdem im Hessischen Landesbeirat für Hygiene eine hohe wissenschaftliche Expertise. Dort wird sich regelmäßig mit den Screenings und auch natürlich mit Maßnahmen gegen multiresistente Erreger beschäftigt und explizit auch mit der Veterinärmedizin kooperiert. Das ist ein ganz wichtiger Link, der hier geschaffen wird. Die bereits genannten MRE-Netzwerke beraten die Krankenhäuser und andere medizinischen Einrichtungen, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger, die Fragen rund um multiresistente Keime haben. Sie fordern jetzt in Ihrem Antrag die Verteilung
sogenannter Hygienekits. Ich gehe davon aus, Sie meinen damit die Forderung nach genereller antiseptischer Waschung. Da muss ich Sie einfach darauf hinweisen, dass Nutzen, Sinnhaftigkeit und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen nicht unumstritten sind. Diese Maßnahme wird längst nicht immer empfohlen. Sie kann vor planbaren Operationen im Bereich beispielsweise der Orthopädie und der Herzchirurgie sehr sinnvoll sein, aber sie trägt eben auch Nebenwirkungen wie Hautreizung, allergische Reaktion oder Resistenzentwicklung mit sich, weshalb der generelle Einsatz dieser Maßnahme eben gerade nicht empfohlen wird, ausdrücklich auch nicht vom Robert-Koch-Institut und seiner Kommission. Also, wir kämpfen seit Jahren gegen die Ausbreitung multiresistenter Keime und verbessern den Schutz der Patientinnen und Patienten stetig. Bevor irgendwelche Verpflichtungen gefordert werden, sollte man erst einmal schauen, welche Standards wir schon längst haben. Dieser Antrag leistet keinerlei fachlichen Mehrwert gegenüber dem, was in Hessen seit Jahren längst gut umgesetzt wird. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Klose. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Ich gehe davon aus, dass der Antrag in den SIA überwiesen wird. Das ist so. Ich habe so einen gewissen bewundernden und fröhlichen Unterton in der Frage vom Kollegen Günther Rudolph gehört, wie der stolze Adler gespielt hat. Hat zwar knapp verloren, aber er ist weiter. Und darum geht es ja. Das ist ausschlaggebend. So sind wir.